Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Teil 7 Call to Power Teil 2. Okay, wir sind jetzt hier richtig gut dabei und werden demnächst anfangen, mit der Eisenbahn unsere Städte zu verbinden. Aber erstmal möchte ich noch eine Weile ein bisschen was bauen. Okay, was haben wir da? Ein Meilenstein, die Aerodynamik. Gut, Handelsgesellschaft. Okay, dann schauen wir mal. Warte mal, der kriegt zwei Elefanten geliefert. Okay. Galway. Schauen wir mal, was wir da noch bauen können. Haftanstalt. Flughafen. Nee, das will ich nicht. Will ich nicht, das will ich nicht. Macht keinen Sinn. Okay. Ab-ab-bam. Panzer. Panzer sind immer gut. Jahre später, der Düsenantrieb. Und ein Gebäude hat was zu bauen. Flughafen wollten wir nicht. Sonst Mauer ist zu blöd. Filmpalast, Fernsehtechnik. Was macht eigentlich Fernsehtechnik? Oh, das ist doch ganz nett. Und in Limerick bauen wir noch mal weiter. Wie lange baut eigentlich noch? Oh, noch der Apotheke. Sehr gut. Ja. Können wir wieder ein paar Weltwunder abhaken? Nee, die können wir jetzt schon abhaken. Okay, fangen wir mit der ostindischen Kompanie an. Eigentlich heißt das ja East India Trading Company. Ostindische. Na, egal. Wie dem auch sei, nächste Runde. So, was haben wir denn hier? Krankenhaus. Ich mach dich Krankenhaus, dann siehst du scheiße aus. Da gab's mal so ein Lied, das so ging. Ich kann mich aber nicht erinnern, es ist so lange her. Aber vorbei ist vorbei. Es gibt neue Lieder. Bam. Wieder unsere berüchtigten Gebäude. Oh, sehr schön. Hier können wir noch ein Weltwunder machen. Machen wir mal hier die Verursachung von Revolten, Städten, denen Sklaverei betrieben wird. Da wir keinerlei Sklaven haben, ist das doch sehr schön. Das war eine gelungene Taktik in dem Vorgänger Call to Power 1, wenn man auf einer vollen Karte gespielt hat mit vielen Gegnern, da sehr viele von diesen Sklaventreibern zu haben und den anderen Städten die Bevölkerung zu klauen. Ist natürlich moralisch sehr verwerflich, aber das ging gut. Das ging gut. Das war zu empfehlen. Also ich habe mir das mal den Jux erlaubt, in einem Spiel dann wirklich nur mit Sklavenarbeitern meine Gegner ruiniert, denen die Bevölkerung geklaut und am Ende natürlich selber das Weltwunder gebaut, was den Malus für die Befreiung auf Null bringt, dass man dort eben selber keinen Nachteil hat. Oh. Es ist das Schiff von den Spice Islands. So viele Goldstücke.
Die Spice Islands. Ja, leider ist es überfällig. Krankenhaus. Na gut, machen wir mal das Krankenhaus erstmal. Das geht ja schnell, sind ja nur 9 Runden. Ist das eine Triem? Auf jeden Fall ein Gammelflugzeug. Gammelschiff. Da 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 da. Handelsrepublik. Aha. Das hört sich doch gut an, Handelsrepublik. Ziehen wir noch mal vor, machen wir das mal. Dublin. Ja, hier ziehen wir auch mal das Krankenhaus vor, nicht, dass ich an der Grenze stoße und meine Städte nicht weiter erweitern kann. So, was haben wir denn hier Schönes? Da soll noch ein dritte Einheit geben. Eigentlich brauche ich das nicht. Ich kann mit Großfarmen arbeiten. Da habe ich aber ein gutes Reservoir. So viele davon bauen kann, ohne Pause. Aber wir sind schon bei 30.000, das ist hier die Zahl hier oben. Fällt mir zwar spät auf, aber es ist mir aufgefallen. Schaffe ich noch die letzten Felder? Nein, hat nicht mehr gereicht. Waterford. Freude. Hatten wir schon. Empire State Building. Okay. Bauen wir mal. Weiter Großfarmen. Und ändern wir mal den Regler, dass ich da ein paar mehr bauen kann. Okay. Limerick, die Stadt mit dem Gedicht. Okay. Eigentlich müsste ich hier mit Terraforming die Felder jetzt mal so langsam anpassen. Machen wir gleich. Erstmal überall die Superfarmen. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass die Uhr, die Zeit nicht so schnell vorangeht und der dort meine Küste abfährt. Aber gut.
Ja. Aha, Haftanstalt. Das übliche Prozedere. Oh, das ist doch eine der späteren Städte, haben doch tatsächlich aufgeholt. Kraft meines Amtes verfüge ich, dass jeder Mann und jede Frau, die in den genannten Staaten und Teilen dieser Staaten als Sklaven gehalten werden, von nun an und auf ewig in Freiheit leben sollen. Ein glorreicher Moment. Düdü und ein neues Weltwunder. Ach, das ist doch schön, das bauen wir. Ach, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht. So, da, da. Na? Tja, da hätten wir überall die tollen Farmen. Und dann bauen wir noch ein paar von den neuen Bergwerken. Nö, das lassen wir mal so. Ich denke, das ist eigentlich soweit ganz okay. Wir jetzt natürlich hingehen, natürlich alle Felder jetzt überarbeiten, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch so der Spielspaßbringer ist. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich denke mal, für mich persönlich, ich wollte es mir mal ansehen, das Spiel, da mal kurz durchgehen. Wollte jetzt nicht irgendwie eine Challenge hier haben, dass ich das auf einem besonders hohen Schwierigkeitsgrad spiele oder mit ausgefeilten Taktiken und Techniken an die Sache gehe. Aber vielleicht ein andermal. Ach Gott, schon wieder falsch gemacht. Londoner Börse, dann kann ich nur noch das Penicillin erforschen. Also irgendwie gehen die mir gerade ein bisschen auf die Nerven mit ihren Schiffen. Was passiert, wenn ich dann wegklicke? Und dann auf Return? Nee, wollte mich immer wieder ran. Wahnsinn! 10 Gold mehr bei 70.000. Das ist natürlich crazy, Alter. Das soll eine große Party geben, auf jeden Fall. Ach Gott, nicht schon wieder. Gebäude, Penicillin. Was kann der hier bauen? Londoner Börse hatten wir, Empire State Building hatten wir, Penicillin, Bagatelle das. Dann investiert er mal sein Geld in
Infrastruktur. Sligo. Die berühmte irische Metropole. Oh, die führen gegeneinander Krieg. Ah ja, stimmt, da konnte ich nichts machen. Infrastruktur. Galway. Galway. Ja, super. Vorhin erst gebaut. Ja, genau, zerstört die Schiffe, dass sie nicht mehr so durch meinen, wenn ich sie mehr so auf die Nerven gehen. So. Dunshallen. Brauchen wir nicht. Gut, ich habe jetzt schon 80.000 wieder. Eigentlich hatte ich das jetzt nicht vor, aber ich denke mal, ich werde jetzt auf den Feldern ein bisschen Terraforming betreiben. 400, 600. Na, dann nehmen wir natürlich Steppenfeld. Was ist das? Das ist doch Verschmutzung, oder? Ödland. Ist das neu? Könnte schwören, das war da nicht. Müsste ich mal gucken. Okay, kann ich irgendwie. Nee, immer rot. Also. Wüstenfeld, auch nicht. Sumpf. Ödland. Das ist, glaube ich, nicht gut, dass ich das da hab. Ist nicht gut. Aber egal, machen wir mal weiter mit der Raubwirtschaft an der Mutter Natur. Wird schon gut gehen. Wie das heutzutage allgegenwärtig ist. Na? Da 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 da. Auch noch. Ja, ist die Frage, ob das jetzt ja sinnvoll ist, das, was ich mache, oder eher nicht. Werden wir sehen. Oh, das Feld muss ich da aufdecken. So, das war's. Das war's. Warten wir mal ab, was da jetzt passiert.
Ja, die fahren an meiner Küste entlang. Das passiert. Hollywood. Ach Gott. Hollywood. So, jetzt wird's auch gebaut. So. Wunderschön. Und damit entlasse ich euch auch in das nächste Let's Play. Bis gleich.